Ja, Carla Blaschke hat sich an meine Seite gesellt, Trainer vom FC Bramsche, Aufsteiger, 27 Punkte habt ihr geholt. Bist du mit zufrieden? Ja, also mit dem bisherigen Saisonverlauf kann man sehr zufrieden sein eigentlich. Als Aufsteiger hatten wir einen sehr, sehr, sehr guten Start hingelegt, 6 Siege am Stück und furios. Ja, furios, ja, sehr deutliche Siege, teilweise natürlich auch zu hoch, wenn man den Spielverlauf gesehen hätte, aber nimmt man gerne mit und ja, dass das natürlich nicht auf Dauer so sein wird, war uns allen klar und jetzt sind wir im Liga-Alltag angekommen, ja, und aber wie gesagt, mit dem bisherigen Verlauf absolut zufrieden. Mussten sich die Jungs dann nach diesem furiosen Start auch erstmal wieder, ja, fangen, erste, zweite Niederlage dann kassiert, dann befindet man sich ja wieder, wie sagt man nur so schön, ne, mit beiden Beinen wieder auf dem Boden, gehört auch dazu. Ja, auf jeden Fall, klar. Wenn man die Saison vorher sieht und dann mit den Siegen in der Kreisliga, da hatten wir schon eine Serie hingelegt, die sehr, sehr gut war. Und das Verlieren hatte sich da bei dem einen oder anderen schon aus den Köpfen gestrichen. Aber mit dem 0-3 dann gegen Neunkirchen, was dann auch verdient halt war, ja, waren wir eigentlich auch wieder auf dem Boden der Tatsachen zurück. Und ja, hat ein bisschen gedauert, aber dann haben wir uns doch wieder fangen können und auch ja, wieder gut arbeiten können, auch im Training halt. Und dann denke ich, so wie wir jetzt halt uns präsentieren, das ist so ein bisschen der Kreisliga-Alltag, wo man sagen kann, jede Woche muss man sich das halt neu hart erarbeiten und ja, da werden sich die Jungs auch dran messen lassen müssen und auch weiter dran wachsen. Die Weihnachtspause steht vor der Tür, man merkt, die Hallenturniere sind am Gange. Du hast auch ein Trikot an. Draußen habe ich dich jetzt noch nicht wieder im Trikot gesehen, obwohl umgezogen warst du ein paar Mal, aber hast du auch gespielt draußen? Nee, das nicht. Einmal musste ich in Schlichthaus zwar für 5 Minuten rein, aber ja, wir hatten gerade so zum Ende hin auch immer wieder personell angeschlagene Leute, halt auch Verletzte. Und ja, dann, ich ziehe mich zwar öfter mit um, aber wenn es dann halt nicht unbedingt muss, gehe ich auch nicht mit rein, dann halt den Spielern halt auch immer die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren halt. Und ja, bis jetzt, wie gesagt, einmal Schlichthaus musste ich es, aber ansonsten bin ich gut vorn weggekommen. Ja, wer weiß, wie das in der Rückrunde ist. Ja. Werdet ihr euch noch verstärken oder hast du Abgänge jetzt in der Winterpause oder wie geht ihr dann letztendlich die Rückrunde an als Aufsteiger? Ja, wir haben 2 Abgänge auf jeden Fall. Das ist einmal der Tobi Melzer und der Niklas Barenpohl, die gehen für ein halbes Jahr nach Australien. Sind natürlich 2 Spieler, die uns absolut fehlen werden, keine Frage. Aber das ist doch wiederum die Chance für die Spieler, die ein bisschen hinten dran hängen, sich zu präsentieren, auch wieder mehr Spielzeit zu bekommen. Ich werde einen aus der zweiten Herren hochziehen, den ich eigentlich auch schon ganz gerne vor der Saison gehabt hätte, aber beruflich bedingt war es halt bei ihm auch nicht so unbedingt möglich und er wollte sich halt auch erst darauf konzentrieren, was absolut okay ist und ja, das wird dann unser Kader so sein, so um die 19, 20 Leute werden wir dann haben und dann die Rückrunde auch so beschreiten, ja. Als Trainer guckt man sich auch auf anderen Plätzen um, wie schätzt du denn eure Liga so ein? Ja, also das ist so auch ein bisschen das, was die Jungs teilweise, glaube ich, am Anfang unterschätzt hatten. Klar, da hatte man den Lauf, das war alles super. Aber dann, gerade wo dann halt diese Mannschaften kamen, wie Voltlage, wie Neunkirchen, die jahrelang in der Kreisliga spielen mit ihren, ich sag einfach mal, ohne das Böse zu meinen, aber halt fußballerisch doch eher bescheideneren Mitteln, machen sie das hervorragend. Und das sind so Spiele, wo unsere jungen Spieler sich erst dran gewöhnen mussten. Und da müssen wir uns auch halt hinorientieren, dass wir solche Spiele auch annehmen und auch daran wachsen einfach. Dass wir fußballerisch können wir einiges, aber wir müssen halt auch über den Kampf noch mehr kommen. Und da müssen wir halt noch ein bisschen dran arbeiten. Das geben solche Mannschaften, die vom Land kommen, natürlich absolut vor. Sehr diszipliniert und kampfstark. Ich habe selber auch Voltlage gesehen und noch diverse andere. Ja, kann ich nur bestätigen. Kader, alles Gute für dich und deine Truppe. Und vielleicht startet ihr einfach wieder so furios in die Rückrunde. Mich würde es freuen, auf jeden Fall. Alles Gute, danke.